Bei mir hatte diese Aufgabe Koalition auch einen Bug gehabt. Ich hatte eigentlich nur 6 Nationen jetzt gemacht und beziehungsweise hatte ich eigentlich nur 5. Und dann hat er mir aber 6 angezeigt. Dann habe ich gedacht, okay gut, irgendeine Nation kriege ich ja jetzt wohl noch einen Sieg hin. Dann habe ich einfach mal, habe ich ihn geflogen. Schweden, glaube ich. Ah ja doch, nee, gefahren bin ich, Schweden. Da hatte ich ein Premium-Fahrzeug noch aus irgendeinem Event, deswegen hatte ich das schon auf Rang 3. Oder mindestens 2,7. Nee, Rang 3 war es, glaube ich, was man als Aufgabe hatte. Und ja, und das haben wir dann noch gewonnen. Und dann hatte ich zwar eigentlich nur 6 und 7, aber hat gezählt. Ansonsten habe ich jetzt alles, bis auf dieses, wo du die Premium-Fahrzeuge ausführen musst. Hm. Da habe ich die F2G in Arcade genommen, um das zu erfüllen. Die Corsair oder was? Super Corsair, ja. Hast du die eingelöst? Ja. Was ich nicht eingelöst habe, ist Matilda und das Schiff. Arland. Ja gut, die hab ich ja gar nicht. Ich habe nur die Super Corsair. Die ganzen Skins, die hätte ich auch auf dem Marktplatz schmeißen. Ich habe so viel mittlerweile in der Truhe, dass ich auf dem Marktplatz schmeißen kann. Das Problem ist, das ist alles nichts, was von Wert ist. Ja, bei mir wahrscheinlich. Weil Hauptsache ich habe aus dem Inventar raus. Stefan hat da schon weitaus seltenere Sachen drin. Er hat noch irgendeinen Flieger, der ist mittlerweile 180 Gajins wert. Boah. Boah, da ist eine U. Die geht runter. Sturzflug, ne? Ich stürze mich mal drauf. Somebody cover me. Schön typischen Sturzflug auf die Basis. Alter, hat sie sogar rausgenommen. Thank you. Meine Güte, die hält aber auch was aus. Meine MGs sind einfach sauschwach. Bist du so? Die geht runter, oder? So, ja, die müsste runtergehen, aber wenn sie sich ab, wenn sie sich abfangen kann, dann hol sie dir. Nein, die geht abwärts. Ja. So. Nach rechts ins Getümmel, oder? Jo. Die 45 schon. Was ist eine Key? Ist das eine. Ach, das ist auch ein Jäger, ne? Das ist zwei Motoriger. 45. Wo bist du? Hinter da. Dir. Ich bin halt nicht so schnell wie du. Generell nicht schneller als die Spitfire. Ich versuche ein Auge auf die 40 zu halten. Jetzt fliegt sie Richtung Lang 3, Vorsicht. Ein Reiz. Sehr schön. Ja, hast du die Key geht im Blick? Hinter dich, sie geht hinter dich, Vorsicht. Kannst du drauf oder bist du noch bin weiter noch weg? Zu weit weg. Jetzt komme ich dran. Na gut, danke. Ja. Das war auch mich getroffen, aber. Echt? Ja.
aber nichts beschädigt. Ich habe nur optische Schönheitsfehler. Ich hab dir was mal, versucht die hier? Hat die Bomben dabei? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall stürzt gerade eine B-18 voll drauf. Gut. 109er Richtung Süden. Hoch. Ja, hier ist ja noch irgendwas. Returning to the base. Noch Rotes. Ach so. B18 in ein Dogfight. Die Turn sogar mit, ja. War hier nicht noch ein zweiter Gegner? Bomber, der ist nach rechts zu deren Base geflogen, glaube ich. Na, 111er. Nee. Doch, genau. Haut sie ab? Nee, sie kommt zu uns. Sie haut ab, oder? Kommt zu uns? Nee, kommt zu uns. Yep. Schönes Ding. Excellent. Ich sehe die 111er. Ich geht gerade Richtung Airfield ein, auf Westen, exakt. Knapp rechts. Hoch, West. Tief? Tief. Aua! Airfield Flak? Ja. Landbodenziele. Hier, die blinken alle und das sind Flaks. Maschinengewehr, Flak. Naja, das ist Frontline-Modus, ne? Ja, Frontline-Modus. Mach mal das, dann kriegen wir noch ein paar. Hast du es noch, oder? Öl- und Wasserleck. Na, ja, dann flieg zurück. Ja. Ich nehme aber auch noch ein paar Bodenziele mit auf dem Weg. Noch wird mir der Motor, noch kriege ich mein Schema unten nicht angezeigt. Schuss Muni habe ich noch. Ach, diese Maschinengewehrstellung katastrophal zu beschießen. Dachte der Marco auch immer, ey. Was seid ihr für Lappen? Du musst einfach nur vernünftig zielen und treffen, ey. Ja, du musst aber halt da im richtigen Winkel reingehen. Dann siehst du ja schon wieder nicht. Quatsch, ey. Zack und weg. Oh, jetzt ist mein Motor gelb. Zack, weg. ATB. Oh, der Motor wird aber schnell rötlich. Verdammt, das schafft nicht. Ja, klar. Wenn der, das Wasser aufgebraucht ist, dann geht's doch, natürlich vorwärts. Noch zeigt es nicht an, dass es MT ist. Noch habe ich was. Ich werde schon langsamer. Das fällt mir gar nicht. Oh Gott, schon orange. Dunkelrot. Ah, wie hoch bist du? 150 Meter. Das ist natürlich nicht so gut. Ah, hier sind überall Bäume. Jetzt ist der Motor schwarz.
Aber das Airfield ist nicht mehr weit. Ja, aber ich werde die Geschwindigkeit nicht halten. Der Motor wird gleich ausgehen. Dann... knapp. Glück gehabt, kann ich hinrollen. Die Bäume sind gleich vorbei. Ich habe noch 230 km/h. Doch, muss ich schaffen. Ich schaffe das. Nein, das ist ein heftiger Hügel. Ich bleib genau am Ende der Landebahn stehen. Oder am Anfang, besser gesagt. Ich hatte eigentlich einen Fehler gemacht, sie kommen tief. Ja, das ist ein Bomber, der gerade gestartet ist. Kann halt nichts anderes, ne? Brennt. Ist vorbei. Alter Schwede, ist ja überhaupt nicht zu übersehen, dein Gesicht. Gut, oder? Ich hab sogar Augen. Bisschen weit nach hinten gerutscht, aber okay. Ja, auch eine lange Schnauze. Warner Jack of all trades. Na klar.